Ja, hallo zusammen. Heute geht es um den unglaublichen Song Creator, erschienen im Fingerprint Verlag, und um die Frage, wie man einen Song komponiert. Man kann von verschiedenen Seiten aus rangehen. Das heißt, ihr könnt zuerst mit einem Text starten, der euch einfällt, oder ihr könnt, wenn ihr Gitarre spielt, eben ein paar Akkorde aussuchen, die euch gefallen. Oder ihr habt eine Melodie im Kopf. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal von einem Satz aus. Der Satz heißt, Songs schreiben ist ganz leicht. Und als erstes müssen wir jetzt, weil aus dem Text ja Musik werden muss, den Text in den Takt kriegen. Und dafür unterteile ich den Text in Silben. Das heißt, Songs schreiben ist ganz leicht. Schreiben hat zwei Silben. So, und jetzt bringe ich das auf den Takt. Der Takt, das sind immer wieder meine 8 Achtel. 1, Songs schreiben ist ganz leicht. Wäre eine Möglichkeit. Man kann auch machen, Songs schreiben ist ganz leicht. Okay. Ich habe das unten mal eingeblendet. Das heißt, ihr habt für die 8 Achtel 8 Kästchen. Das sind jetzt 2 Takte und der Text ist jetzt quasi diesen Kästchen zugeordnet. Macht euch einfach so einen Zettel mit Kästchen, 8 oder 16 Stück, und ihr könnt die Silben auch mal willkürlich eintragen. Das klingt immer ein bisschen anders. Gut, damit haben wir den Text in den Takt gebracht. Als nächstes bräuchte man Akkorde. Für Akkorde kann man immer eine Tonleiter nehmen. Ich habe eine C-Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G, A, H und habe entsprechend auch 7 Akkorde. C, D-Moll, E-Moll, F, G, A-Moll, H-Moll, B5. Und von den Akkorden suche ich mir jetzt einfach mal 3 aus. Ich nehme mal C, A-Moll, E-Moll. Und jetzt habe ich unten schon mal ein paar Kästchen ein bisschen fetter gemacht, nämlich immer auf die 1 und die 3. Und da gehören die Akkorde in der Regel auch hin. Das heißt, ich gehe jetzt hin und sage, okay, auf die 1 und die 3 mache ich ein C. Nächster Takt A-Moll, E-Moll. Ja, und damit kann ich jetzt auch schon versuchen, alles zusammenzubauen. Das heißt, ich nehme jetzt meine Akkorde auf die 1. Songs schreiben ist ganz leicht. 2, 8. Songs schreiben ist ganz leicht. Okay, damit haben wir quasi den Text in seinen Silben in Rhythmus gebracht und die Akkorde dazu. Jetzt brauchen wir noch eine Melodie. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so kompliziert. Ihr habt im Akkord auf jeden Fall Töne, die zum Akkord passen. Zum Beispiel der C-Akkord hat hier ein C. Songs schreiben. Ich könnte auch das E nehmen. Songs schreiben. Okay, ich nehme mal das C. Songs schreiben ist ganz. Dasselbe mache ich beim A-Moll. Denselben finde ich ein bisschen langweilig, nehme ich mal die G-Seite. Songs schreiben ist ganz leicht. Und am Schluss kommt noch der E-Moll-Akkord. Songs schreiben ist ganz leicht. Okay, checkt das mal aus. Ganz genau beschrieben natürlich im unglaublichen Song Creator. Und das nächste Mal erzähle ich was zum Rhythmus.